Also ich bin die Sophia, ich bin 21 Jahre alt und studiere Lehramt für Gymnasium mit den Fächern Deutsch und Sozialkunde. Und ich werde jetzt an der Hochschulwahl für die Liste der Jusos, der GHG, der LAV und der USI für den Senat als zweite Senatorin kandidieren. Also ich finde, dass sich an der Uni schon sehr viel getan hat, was die Verbesserungsmöglichkeiten von den Bedingungen für Studierende mit Kind angeht. Aber allerdings sind zum Beispiel diese 22 Kita-Plätze für Studierende, die für Studierende vorgesehen sind in der Krabbelmonster e.V., ein bisschen zu wenig, also wesentlich zu wenig. Und deswegen wird ja jetzt auch auf dem Markusgelände das Kinderhaus gebaut. Allerdings ist da halt jetzt noch die Frage, ob die neuen Kita-Plätze, die dort entstehen, ob dann wirklich auch genügend wirklich für Studierende reserviert sind oder dann auch nur sehr viele für Mitarbeiter der Universität. Also dafür gilt es halt jetzt nicht noch einzusetzen. Ein VGN-weites Semesterticket finde ich gut, allerdings nur, wenn es nicht zu teuer sein würde. Also nicht so, wie jetzt im Gespräch ist, zwischen 70 und 90 Euro. Denn zum Beispiel in der Universität Göttingen kriegt man für weniger als 90 Euro ein Semesterticket für ganz Niedersachsen. Deswegen finde ich das ein Unding, wenn wir hier 90 Euro für nur ein VGN-Ticket zahlen müssen. Und deswegen spreche ich mich für eine Abstimmung unter allen Studierenden aus, ob die das Semesterticket wollen oder nicht. Also ich finde die Angabe des Krankheitsgrundes nicht berechtigt, und zwar deswegen, weil es in die Persönlichkeitsrechte der Studierenden eingreift und in die Privatsphäre. Und ich finde, dass die Universität hier dem Arzt und auch den Studierenden mehr Vertrauen entgegenbringen sollte. Und warum sollte ausgerechnet die Universität den Arzt von seiner ärztlichen Schweigepflicht entbinden können? Also ich finde, Bildung ist ein öffentliches Gut und sollte jedem, also aus öffentlichen Geldern finanziert werden und jedem, egal von seinem finanziellen Status, zugänglich sein. Außerdem beschleunigen oder beeinflussen die Studiengebühren die Entwicklung der Hochschule hin zum Unternehmen Universität. Die Studierenden werden zu Kunden der Universität und Kunden und Kundinnen der Universität. Und es gibt keine Gleichberechtigung mehr zwischen den Lehrenden und den Lernenden, sondern die Lernenden sind eher eben die Kunden, um die es zu werben gilt und für die man sich, also denen halt die Skills vermittelt werden müssen, die sie für die Arbeitswelt brauchen. Und der Familiengedanke der Hochschule geht dabei verloren. Außerdem zeigt sich ja auch in der bundesweiten Entwicklung, dass Studiengebühren ein Auslaufmodell sind. Und es gibt sie ja bald nur noch in Niedersachsen und Bayern. Und das zeigt, dass es auch ohne Studiengebühren geht und dass Studienbedingungen auch ohne Hochschulgebühren gut sein können. Und abgesehen davon finde ich sowieso eine Frechheit, wenn die Studiengebühren nicht wie eigentlich vorgesehen dazu verwendet werden, dass die Studienbedingungen verbessert werden, sondern wenn sich das Land nach der Einführung der Studiengebühren immer weiter aus seiner Verantwortung entzieht und immer weniger Geld an die Hochschulen abgibt. Also quasi die Studenten jetzt einen Teil des Geldes übernehmen, was früher der Freistaat gezahlt hat. Also, ich finde, dass Studierende definitiv mehr Mitspracherecht bekommen müssen. Und zwar, also sie machen ja über 90% der Hochschulfamilie aus und haben aber trotzdem nur eine von 9 Stimmen im Senat und auch nur eine von 16 im Hochschulrat. Und auch der studentische Konvent, den man ja eigentlich als Studierendenparlament bezeichnen kann, also das ist das höchste studierendenvertretende Gremium, auch der hat so gut wie gar kein Mitspracherecht. Und das sollte geändert werden. Und ich finde, dass also die politische Arbeit der Studierenden muss sich wieder lohnen, auch um wieder mehr Studierende für die Wahl zu motivieren und auch für die politische Arbeit in der Hochschulpolitik. Also ich hoffe, dass ich dann ab nächsten Semester die Arbeit der zweiten Senatorin in Angriff nehmen kann. Und ich wäre auf jeden Fall bereit, bin sehr motiviert und bin auch bereit, viel Zeit und viel Energie da reinzustecken. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mich wählt, damit ich mich für das einsetzen kann, für das ich mich gerne einsetzen möchte, also dass die Bildung freier wird und sich die Hochschule wieder zurück zu einer normalen Hochschule wendet und nicht hin zu einem Unternehmen und dass wir gegen Studienbeiträge kämpfen können und wir uns engagieren können.